jetzt nach Hause gekommen, jetzt erstmal schön lecker. Oh, ja, yeah, lecker. Oh, ach stimmt, ist ja schwarzer Bildschirm. Oh, warte, ich drück mal hier den Knopf und dann geht's los. Hallo, ich gucke immer in die falsche Kamera. Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die, einer weiteren Folge. Kann ich den irgendwie anbringen hier? Ah. Alter! Alter, ich bin gelähmt! Alter! What the fuck? Das ging aber schnell! Alter, ciao! Mach's gut! Ich meine, hey! Sportlich, der Kerl! Sehr sportlich! Alter! Das ist der! Der sieht so ein bisschen aus wie der Shadow Man! Kennt noch einer Shadow Man vom N64? Hier, jetzt komm hier! Komm, one by one! Komm, one by one! Komm hier, one by one! One by one fight! Yeah! Survival! Survival! Kaputtkloppen! Ja, die macht mir eh tot, aber egal. Match so lange auf die feine, kleiner Lümmel. Aber egal. Alter, wie viele? Auf ein neues. Kann ja nicht so schwer sein, die letzten zwei Nachtschichten. Weil dann haben wir es endlich. Mein Gott. Mann, mach die Scheiße aus, Alter! Selber lachen. Komm, bleib nicht hängen. Oh, Alter. Hallo Sven, willkommen zu Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play von Joe's Diner. Wir haben Nacht 30 erreicht, Alter. Boah, Alter. Nimm den scheiß Teller auf, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. Ich will's nur noch beenden. Ich will es noch beenden, von meiner Festplatte löschen. Für immer und ewig. Hallo? Wieso kann... Achso, ich habe was... Natürlich. Erstmal, du bist gerade geboren auf der Insel. Erstmal ihr Regenwald erstmal zerstören. Erstmal eine fette Autobahn bauen. Wieso baue ich zwei Äxte? Ich bin so schlau. Ich frage mich nur, wie viel... Ja, natürlich! Klar! Sicher! Na klar! Ist ja nicht so, dass ich hier einfach nur Steine abbaue. Nein! Der Raptor kommt einfach an und rotzt mich an. Na klar! Natürlich! Alter, ist das ein scheiß Kack-Arschloch-Spiel. Scheiß mal auf dein Fisch! Mann! Ist doch nicht wahr, ey. Kann ich nicht einfach mal in Ruhe hier mal was abfarmen? Alter, ist ja fürchterlich auf einem europäischen Server. Ich reg mich nie auf. Was? Boomer? Also das Einzige doch, das Einzige, was mir... Ja, was Puh, ist, das ist so ein Ding zwischen Marshall und mir. Das ja, Pudding-Muffin. Was, Pudding-Muffin? Pudding! Er wünscht sich, dass man irgendwann Pudding-Muffins erfunden hat. Deshalb ist es Pudding. Ja, Mann. Pudding-Muffins? Geil. Boah, könnte ich auch mal probieren. voll geil, oder? Macht gerade Platin bei Skyrim. Oh, cool. Geil, massiv. Wie geil ist das denn? Pudding in den Muffin... Alter, komm. Boah, innen eingefüllt, boah, und dann warm Muffin drumrum, boah, ja. Oh, Alter, oh, das ist doch voll geil, nein, oder? Hör auf aber damit, ey, ich krieg Hunger, ich mach mir gleich welche. Oh, sowieso generell Gebäck ist geil, egal wo ja. Bist, ich war letztens von der Arbeit aus,
in so einer Ortschaft gewesen, da war voll so ein uriger Bäcker, ne? Da habe ich mir erstmal so Schokobrötchen mitgenommen, aber da war so richtig so altmodischer Bäcker, wie du heutzutage gar nicht mehr kennst. Da backt der Bäcker wahrscheinlich noch selber seine Brötchen. Gott sei Dank. Nein! Das gibt's doch nicht, Alter. Na komm, Wilkas, auf geht's, komm. Was, Wiskas? Wilkas. Ach, Wilkas. Mein Begleiter. Wiskas. Deine Leiter. Deine Leiter. Deine Leiter. Oh Gott, Sascha, wasch dir die Ohren. Ah, Mann, ey. Nein! Fuck! Nein! Lass mich auf Boden liegen! Lass mich einfach sterben! Nein, lass mich einfach sterben! Lass mich einfach sterben! Ich bin tot, weil ich einen anderen retten wollte. Nein. Und wie er noch mich anguckt. Alter, der Lutscher. Guckt er mir zu, wie ich sterbe. Ja. Wie viele Leute hatten diese Maske vergessen? Jetzt ist sie wieder da. Und wir haben unsere Maske wieder. Sehr schön. Drücke R3, um das Fernglas zu verwenden. Bzz. Sehr schön. So. Das Geile ist, wenn man das Fernglas benutzt, hört man auch gleichzeitig den Sound viel näher. Warum, weiß ich nicht. Ist egal. So. Ich würde den gerne um die Ecke bringen. Was macht er denn hier? Alter, was ist das denn für ein Gruß? Das geht gar nicht. Was macht der denn für ein Gruß? Alter! Hallo, meine Freunde! Ist bald Waschtag. Wir brauchen Walöl. Ertrag meinen Gestank selbst. Was ist das denn? Da gerade jemand auf dem Furzkissen gesessen oder irgendwie den. Ist der, Alter. Einer. Kann ich aber. Alter. Boah. Alter, da fliegen die einfach mal. Willst du mich verarschen? Ich hasse dich! Geh weg! Einfach mal die Ohren weg. Kann ich hier was bestellen bei Amazon? Alter, was? Ich bin tot? Hallo? Ich geh ins Dunkle. Oh Gott. Okay, wir sollten nicht in den Keller gehen. Oh Gott, sie ist hier. Oh Gott, sie ist hier. Alter, was? Da wären wir wieder. Ich trinke nochmal einen Schluck. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Die Let's Play Live Show, willkommen zum ewig so laut immer. Geh weg! Geh weg! Wo? Und dann macht die noch Licht aus. Das ist so mies. Sogar die Taschenlampe geht dann aus. Just came to say hello. Das ist unfair, Alter, das ist so unfair. Hello.
unfair, ganz ehrlich. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Ach komm. Das ist jetzt ein Schlag. Was? 45? Hä, was? Was muss ich denn machen? Was? Die Gummisusi hat dich angegriffen. Ja, die hat so lustige Zähne. Das Spiel ist so laut. Tut das Not, dass das so laut ist? Lauf schneller! Oh Gott, ich habe noch nie so auf so einen Timer gewartet. Was passiert in 4 Sekunden? Mein Controller vibriert. Mein Controller vibriert. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will mich auch nicht bewegen. Es gibt auch die Angst vor leeren Biergläsern. Ja. Jetzt ist Alkoholiker. Es gibt doch die Angst vor einer PlayStation Party zu joinen. Nennt sich alleine sein. Denn es gibt immer auch irgendwie eine Angst vor langen Wörtern. Ja, wie zum Beispiel... total lang Wort ausgeschrieben. Ja, es gibt zum Beispiel so weißt du, so Leute, die sagen normalerweise ein Wort, was normalerweise ganz kurz gesprochen wird, ganz lang. Wie zum Beispiel Nachttischschublade. Ich dachte, wir können es am Bett endlich mal die Nachttischschubladen öffnen. Vielleicht haben wir da ein paar Spielzeuge. Hm. Warte mal, das ist doch... Warte mal, da brauche ich doch gar nicht lang, oder eigentlich? Nein. Wollte ich doch gerade sagen. Doch. Nee. So. Nee, muss ich nicht. Nee. Wird nicht abgekürzt. Nee, muss ich gar nicht. Du Cheater. Wieso Cheater? Du guckst dir doch gar nicht zu. Du kürzt ab. Nico guckt dir mal zu und der sagt, du cheatest. Nico? Wer ist Nico? Der kleine Bruder von Kind. Ach so. Das war noch von vorhin, du Drecksack. So. Alter, fahr gegen den Stein da, du Drecksau. Oh, warte. Oh, Scheiße. Wetter da gegen die Brücke. Uah, uah, oh Gott. Das war so unhandlich. Was? Er ist dagegen gefahren und fährt trotzdem weiter, was? Alter, komm. Was? Das gilt nicht. Geh weg! Geh weg! Geh weg, du stiegst an Maggi! Maggi ist lecker! Uah, nein! Tschüss! Was, wieso geil, neben oder? Dem. Wieso neben dem Zug? Hä? Musst auf den Zug fahren. Ja, toll. Auf den Zug fahren. Ja, toll. Die Idee kam mir jetzt. Uah! Dass du abgebremst wirst. Ja, hab ich gemerkt. Ja. Die Idee kam mir gerade auch. Wenn ich hier... Uah. Also ich bin letzter. Sein, nee, der Dragon ist das. Ja. Der mit uns in der Lobby neu ist. Ja, wie er... Weißt du, wie er damit angibt, ich bin erster. Mm. Wie er es unter der Nase reiben will, ich bin erster. Schön für dich. Ja. Schön für dich. Ich finde die Steuerung immer so sehr direkt bei den Motorrad- und Quads-Dinger immer so. Ja, bei dem Quad ist es echt extrem, finde ich. Da lenkst du einmal nach links, ey, dann fährt er sofort irgendwie, keine Ahnung, 2 Straßen weiter. Richtig. Wow. Gut. Wer knistert denn da schon? Ich mach den Bonbon auf. Ist da schon wieder einer im Ziel und... Ja, du bist im Ziel, ne? Ja. Ja, ich mach meinen Bonbon auf, Angeber. Ja, Consumer, du machst hier die Dose auf, ich weiß. Ja, ja. Könnt mich mal. Ja, ne? Guck, was ich kann. Ui! Ui!
Oh. Der Wobbel daneben, ne? Cool, sieht aus wie so. Kennst du noch die von früher, die Lego-Straßen? Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Lego-Straße hier. Mhm. Bereit! Ich lasse meine Kollegen einfach draußen im Stich. Ich schweiß mich hier innen zu. So. Bleib draußen! Genau, bleib draußen. Schön fest zumachen. So, ich schweiß einfach hier die. Ich schweiß einfach hier die Kacktür zu und dann können die mich mal. Sollen sie mal zusehen, wer hier gewinnt. Ach, guck mal, da kommt schon jemand, oder? Da ist ja jemand. Hallo, Freunde! Na, wie schaut aus? Alles gut bei euch? Ihr habt ihnen schon zugesetzt, aber es sind noch einige. Boah, Alter, schreck mich doch nicht so! So spielt man mit Studenten. So. Ja. Berühren. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, bisher. Also spielt sich echt super. Siehst du, Harakiri. Der macht gleich Harakiri. Ja, ich mach gleich Harakiri aus. Harakiri aus dir. Ja, ich habe deinen Gegner. Warte mal. Aber dass man nicht schleichen kann, ist ein bisschen merkwürdig. Nein, aua, lass das. Nein, nein, wieso kann ich nicht? Ja, das ist, Mann, ich würde gern weiterkommen. Alter, der mit dem Speer hier, ne? Ist so mies. Oh Gott, was? Alter. Okay, es ist fies. Das war gemein. Das war ein bisschen dämlich von mir, da direkt reinzurennen und halt alle drei aufzuwecken. Naja, gut. Was? Suchen viele Expeditionen nach einem sterblichen Überresten? Ah, ja. Rivendings Leben war sehr aufregend und kurz. So, dann schauen wir mal. Also, hätte ich mir gar nicht aufschreiben brauchen. Toll. Hat sie einfach da dran geklebt. The jewel casing claimed the gem as its own. Unglaublich. So, wir haben die Kette auch. Und setzen mal die Kette ein. Mom, you know I'm scared of the dark. Mhm. Could you check the fuse box? Mhm. Im Keller sind aber keine Fuse. Du Fuse. Ein Stromaus. Diese Alge leuchtet. Ich habe noch nie so eine Pflanze gesehen. Dann warst du noch nicht im Meer. Meer. Oh mein Gott, wir haben Patrick gefunden. Ich werde bekloppt. So. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich sagen, so sieht man sich wieder? Oder, ja, oder besser gesagt, man mag es gar nicht glauben, aber, ja, ich spiele die, oder beziehungsweise wir spielen die Outlast 2 Demo. Das ist ja noch, oh, guck mal, ein Klo. Das ist ja, noch mache ich lustige Sprüche. Das ist ja noch, Alter, das ist ja noch beschissener wie beim ersten Teil. Oh Gott, bitte, liebe Red Barrels Entwickler, bitte don't, Bitte entwickelt das nicht für VR. Ich werde dann sterben gehen. Okay, sonst nichts Besonderes. Hier haben wir noch ein paar Kännchen. Auch hier so ein Holzfällehemd. Und wieder dieselbe Gardine. Wahrscheinlich die Verschwörungsgardine. Ich weiß es nicht. Okay, sonst nichts drin. Was ist das hier? Soll das die Alarmanlage vom Haus sein? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Alter, lad die Batterie nach. Wie einladend. Hier wurde gerade gegessen. Es ist so still. Herein. Genau, erstmal anklopfen und dann eintreten. Einfach. Okay. Wer wohnt denn hier?
Oh, das ist auch ein exzellentes Bild. Mm, das ist wahrscheinlich der Priester. Von dem ganzen Gedöns hier. Was haben wir hier? Ohne Batterie. Guck mal, Vin Diesel. Der vergräbt wahrscheinlich gerade Paul Walker. Entschuldigung, der war böse. Entschuldigung, der war böse. Es tut mir leid. Aber von hinten sieht er wirklich aus wie Vin Diesel, ne? Mal ganz ehrlich. Muskelshirt? Glatze? Das ist Vin Diesel, ich schwör. Das ist ein Easter Egg, das ist Vin Diesel. Investigate the war. Ja, natürlich. Du willst mich doch auch veräppeln. Alter! Was ist das denn? Ist das unsere Frau? Aber man muss sogar in die Richtung hingucken, wo man hinlaufen will. Wie geil ist das denn? Was war das denn? Ja, meine lieben Schüler, heute machen wir Erdkunde. Habe ich das schon erwähnt, dass ich schon den Köttle in der Buchse hängen habe und der sagt schon Hallo? Aha, eine Chassis, 95, ja. Die habe ich früher auch besetzt, 95. Da habe ich auch, ist übrigens das neueste Betriebssystem, Chassis. Das ist momentan aktuell. Was haben wir hier? Und... nein, nicht jetzt. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das war wieder so klar, mitten in der Aufnahme. Egal. So, weiter geht's. Komm ich hier irgendwo rein? Nein. Alter! Ich will hier raus! Oh, warte mal, da liegt eine Batterie. Boah, ich bin Gott sei Dank nicht angespannt. Komme ich jetzt hier rein? Alter, hab ich mich gerade in die Hose. Also gibt's wieder sowas wie den Wallrider. Hello again. Du, ich müsste dich heute noch sehen. Alter, willst du mich verarschen? Alter. Der Wallrider hat zugenommen, oder? Oh nein, schon wieder die Brille verloren. Ich wusste es doch, dass ich euch beiden hier erwische. Edward, ich... Nicht. Tu das nicht. Was hast du vor? Eindeutiger Fall, wenn Sie mich fragen. Verdient jedes Volt, das er bekommt. Jeder Mensch verdient Vergebung, auch er. Sind Sie sicher, Ihrer selbst so sicher, dass Sie solch ein endgültiges Urteil vollstrecken können?
Seine Frau mit einem anderen Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Und er hat eine geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Das ist gleich doppelt geplanter Mord. Er hat nach bestem Wissen und Gewissen mit den Behörden kooperiert. Dieser Staat, statuiert ein Exempel an ihm. Das geilste Bauspiel war Theme Hospital. Oh, das habe ich geliebt. Boah, Theme Hospital oder Theme Park war auch geil. Boah, das war auch so mega. So, haben wir das. Also, der Geschäftsführer ruft an. Gute Arbeit. Sehen wir mal nach, wie es unserem Verletzten geht. Entschuldigung, muss man eben was trinken. Ich glaube, er will uns etwas sagen. Wer von euch dreckigen Vlili die Putana war das? Was weiß ich nicht. Niemand. Daddy, das war ein Unfall. Ich glaube das nicht. Warte eure dreckigen Mäuler und hör gut zu, beide. Wenn ich wüsste, welches von euch beiden Arschlöchern den Brand gelegt hat, würde ich ihm den Hals umdrehen. Aber meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde in diesem Scheißbett sterben. Aber es gibt noch Familiengeschäfte zu führen. Der Name Palermo ist alles, was wir noch haben. Ihr übernehmt also die ehrenhafte Aufgabe, ihr dreckigen Wichser. Capisce? Wir haben Pistolenmunition gefunden. What the fuck? Alter. Okay, Kellerschlüssel. Ich will den Kellerschlüssel noch nicht nehmen. Ich habe Angst, dass dann was passiert. Ich gehe ans Telefon. Mama? Mhm. Das ist also ein Hinweis, ja? Okay, also alle Türen, die... Ich hab keine Ahnung. Ich nehme mal hier... Ich nehme sowieso erstmal alles mit, was war... T-Foster's wife dies. In der Definitely Real. Das ist eine Zeitung, die ich abonniert habe im Übrigen. Die habe ich auch privat zu Hause. So, mach das mal hier. Ich werde mal... War ich nicht. Alter, krass. Haben die früher auch nicht gemacht, die Animation. Das haben sie jetzt auch neu hinzugefügt. War ich nicht. Ich habe das Eichhörnchen nicht getötet. Ich muss überleben! Bambi kann mir übers Wasser geben. Ich habe keine Ahnung warum. Yay! Ich glaube, wir haben gerade was zu essen bekommen. Holst du Planet Coaster auch? Natürlich! Natürlich! Und Rollercoaster. Aber Rollercoaster, habe ich gehört, soll echt scheiße sein, der neueste. Aber Planet Coaster werde ich mir definitiv zulegen. Weil ich bin ja der große... Ich bin ja mit Rollercoaster groß geworden. Ich hatte alle... Damals hieß es ja noch Add-ons, ne? Ich hatte alle Add-ons gehabt. Oder Expansion Packs, wie es damals hieß. Weiß nicht, ob das einige noch von euch kennen. Nein, kann ja, der Opa erzählt wieder. Ja. Der Opa erzählt von früher. Früher war alles besser. Ja, war es auch. Bisschen. Oh. Warte mal. Alter, das gibt's doch nicht, Alter, wie schnell die sind. Warum ist das so eine große Tür? Was ist denn?
Wenn sie das Field Gold erreichen, dann gibt es sogar eine Deluxe-Edition dieser Tena Lady. Mit, glaube ich, mit Seitentasche oder so. Voll geil. Feier ich ein bisschen, muss ich sagen. Gibt. Willst du mich verarschen, Alter? Steht der da? Ja, die brauchst du unbedingt in deinem Alter. Ja, die Windel brauche ich in meinem Alter sowieso. Warum wackelt das jetzt so komisch? Oder der joggt zum Kühlschrank. Es ist Ed vom Schleck. Ne, es ist tatsächlich ein dicker Nachbar. Und, Mann, hey. Wie es ankommt. Oh. Willst du mich verarschen? Bläst du mir einfach die Kerze aus. Geh weg, geh weg. Boah, ich hätte mal wieder voll Bock auf Daylight. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Wer weiß, vielleicht bin ich gar nicht da. Vielleicht bin ich gar nicht Flex. Und vielleicht sind wir gar nicht in der LPLS. Vielleicht bin ich Manuel Neuer und wir sitzen irgendwo im Stadion. Sehr gut. Und wahrscheinlich spawne ich direkt neben dem Schlafsack und falle direkt in die Zombies. Hundertprozentig. Ja, genau so wird's kommen. Ich weiß es genau. Genau so wird's kommen. Oh ja. Oh, du muskulöser Mann. Oh. Fick mich nochmal. Oh ja. Oh, ich hau dir auf den Kopf. Du hast ja eh einen Helm an. Alter, 16 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig? Say it away, dream your dream. So. Ich hau dir nochmal ins Gesicht als Abschied. Huch, was macht der denn da? Hallo Spiel, hör mal auf zu ruckeln. Also ganz der Schlauste ist er nicht, ne, der Große. Ja, was denn? Kennst du mich? Ja. Hallo, mein Freund. Oh, wie süß, wie er da langläuft. Hallo. Du meinst der Grüne, der gerade da vor die Wand läuft? Ja, ja, die ganze Zeit da so. Lalalala. Der hält einiges aus. Eine Wand. Das ist der absolute Knüller. Der habe ich schon, der ist schon über vier. Das juckt den gar nicht. Wie viele Pfeile der schon im Kopf hat? Ich kann über Wasser gehen. Ich bin Jesus. Er hat zwei Stück. Oh, unter Wasser ist aber sehr interessant, muss ich sagen. Sieht, ist eine schöne Unterwasserwelt. Ne? Alter, geil. Boah. Diese Masse an Pflanzen hier unten ist ja der Wahnsinn. Hallo, ja. Hinter dir ist was. Pass auf. Was? Alter! Hinter dir. Ja. Somit wären wir quasi schon am Ende des quasi ja Jahresrückblicks angekommen der Let's Play Live Show, also des Streams und auch der ja Let's Plays hier auf YouTube. Ja, wir hatten wieder eine Menge Spaß, ihr habt es gesehen, wir hatten jede Menge lustiger Sachen, ganz, ganz tolle Erlebnisse auch in Spielen, nicht nur was Bugs angeht, auch so generell in Spielen, was wir da erlebt haben. Mir fallen eigentlich gar keine Worte mehr ein, ihr seid einfach ein ganz tolles Publikum und es macht immer wieder Spaß, am Wochenende immer euch zu unterhalten und mit euch die Spiele zusammen zu spielen. Und wie ihr seht, wir reißen schon quasi fast Folge 300 an in der Let's Play Live Show. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und wieder ist ein Jahr vergangen mit euch zusammen. Ein wunderschönes Jahr. Auch wenn die Let's Play Live schon in der letzten Zeit ein bisschen relativ viel ausgefallen ist, ist mir aufgefallen. Das soll sich aber im nächsten Jahr etwas ändern. Ich muss das ein bisschen strukturierter auch angehen oder möchte das. Möchte es ein bisschen strukturierter angehen? Möchte es ein bisschen, ein bisschen strukturierter angehen. Und ja, ich will das Ganze ein wenig, wie soll ich es beschreiben? Ich sag mal, ich möchte das Ganze so angehen, dass ich mir... Ich habe jetzt in den letzten Jahren, habe ich mich ein bisschen übernommen, was die Let's Plays angeht. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, zum Beispiel Bioshock ist noch nicht zu Ende gelaufen. Bioshock 3 soll noch kommen. Forest geht nicht weiter. Dead by Daylight, auch nur ein paar Folgen aufgenommen. Ich habe mich da ein bisschen mit, ein klein wenig mit übernommen, sagen wir mal so. Und
Deswegen möchte ich das ein bisschen strukturiert aufbauen. Ich werde mir da so einen kleinen Plan machen mit, was ich anfange für ein Projekt und dass ich das dann erstmal durchziehe. Erstmal nur eins und dann erstmal ein zweites. Genau wie übrigens Order läuft ja auch noch oder beziehungsweise kommt auch noch nichts Neues. Dass ich das jetzt erstmal in der nächsten Zeit erstmal zu Ende spielen werde. Vielleicht auch im privaten Let's Play, also nicht im Stream, sondern so erstmal in der Aufnahme. Und dass ich dann da ja weiterkomme. Was den Stream angeht, wird sich ein bisschen was ändern, wenn ich schon einmal dabei bin mit Neuankündigungen. Da wir ja jetzt sowieso am Ende des Jahres sind, kann ich ja schon vielleicht ein paar Sachen sagen, die jetzt im nächsten Jahr kommen werden. Die Let's Play Live Show, also der Stream, wird dann nicht mehr Freitag und Samstag sein, sondern der Stream wird dann Samstags und Sonntags sein. Also der Freitag fällt weg. Dafür nehme ich aber den Sonntag auf, also quasi trotzdem zwei Tage. Samstags ganz normal um 20 Uhr. Sonntags geht es dann schon eher los. Sonntags geht es dann so gegen 16 Uhr los. Und dann werden wir dann, denke ich mal, bis 20 Uhr machen. Ja, also von 16 bis 20 Uhr. Und samstags dann von 20 Uhr bis Open End. So, da habe ich ein bisschen mehr, da habe ich ein bisschen mehr Freiraum. Da kann ich auch freitags mich ein bisschen mehr ausruhen. Den Freitag dann für mich quasi, weil, ja, da winke ich nochmal schön in die Kamera. Weil, ja, wie soll ich sagen? Einfach, ja, das ist so, weil mir die Arbeit so ein bisschen auch, sag ich mal, in den Schoß gefallen ist, nicht, aber ich sag mal, weil ich bin doch ein bisschen sehr gerädert freitags. Ich bin sehr gerädert freitags und ich möchte da nicht so im Stream abhängen, so um mich so quälen und dann, ne, ja, jetzt Stream muss sein und so, und das ist ja immer noch ein Hobby, oder in Anführungsstrichen ist ja mein Hobby, ne, ist ja in Anführungsstrichen keine Pflicht, ich muss ja nicht streamen, aber mir macht's halt Spaß und es ist halt toll mit euch zusammen. Und so, die sind aktiv auch mit dem Chat und so. Und ich gucke mal, dass ich auch in der nächsten Zeit, dass ich dann fürs nächste Jahr mal gucke, dass ich ein paar mehr interaktive Spiele auch kriege. Dass ihr ein bisschen mehr eingebunden werdet oder so. Vielleicht auch mit dem PC streamen oder sowas irgendwie. Aber ich muss mal gucken. Wie gesagt, Hauptaspekt immer noch PlayStation. Für die Leute, die sich fragen, was jetzt mit PC und so. Klar, Hauptaspekt bleibt immer noch die PlayStation. Ja, also immer noch PlayStation. Was das Stream angeht, muss ich gucken, ob ich das Ganze dann so ein bisschen auch hinkriege. Vielleicht dann doch mit eigenem System und so ein Tralala, weil mit der PlayStation bist du immer so ein bisschen gebunden. Also mit der Share-Taste, weil du hast ja zwar dein Overlay und alles und Tralala, aber mit dem PC kannst du viel mehr machen. Trotzdem zwar von der Konsole streamen, also halt, ne, PlayStation streamen, aber halt über die Twitch-App, dass ihr dann über die Twitch-App gucken könnt. Das könnt ihr ja auch bei der PlayStation. Aber halt, dass man da, dass ich mit der Elgato, also mit einer Game Capture Card halt, viel mehr Möglichkeiten dann habe. Ja? Und ja, mit dem schönen quasi Ende möchte ich mich ja quasi dann schon verabschieden für dieses Jahr von euch. Und ja, wünsche euch jetzt ein ganz, ganz tolles Jahr 2017. Rutscht gut rein. Euer Onkel Flex wünscht euch viel, viel Vergnügen und ja, bleibt mir treu, bleibt vor allem gesund, kommt gut rein und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich bin raus, euer Onkel Klaus. Tschüss.